Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Battletech. Wir sind hier auf den letzten Metern der Söldnerkampagne und sind in Koroditz und hatten, glaube ich, noch, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar Aufträge hier zu erledigen. Gucken wir mal, was hat man denn hier? Rückeroberung und Rückeroberung. Zerstöre die Basis. Zerstöre die Basis. Wer ist härter, der Einsatz? Da gehen wir mal auf mehr Teile. So, die besten Max 95, 90, 85, 75 Tonnen. Haben wir die Jungs und Mädels, die ein bisschen schlechter drauf sind, haben wir. Die können ein bisschen Erfahrung einsammeln. Na dann. Gucken wir mal, was für ein Einsatz das ist. Dann könnten wir gucken, ob wir noch kriegen. Heavy Mac. Das wäre doch schon mal spannend, denn. So, eine schwer bewaffnete Piratenbande hat eine Einrichtung Koroditz übernommen und verwendet diese als Einsatzbasis, von der sie aus umliegende Siedlung plündert und terrorisiert. Die Behörden von Capella sind vor Ort, um die Basis anzugreifen, da die Piraten sich verschanzt haben. Sie müssen die Basis zerstören und zu ihrer Recht machen, Commander. Ja, das kann dann durchaus sein. Gucken wir mal. Commander, und das sind die direkt vor Ihnen. Sie müssen genügend Gebäude zerstören, um die Einrichtung lahmzulegen. Passen Sie auf die fest installierten Verteidigungsanlagen auf und feindliche mobile Einheiten. Blablabla. Gut. Kennen wir schon alles? Alright. Keep your eyes open. Dann haben wir es gespottet. Copy. Geht noch schon weg. Affirmative. 70 Tonnen, gar nicht mal so leicht. What's up, boss? Komm, sprint mal in den Wald. Hier ist ein bisschen Schadensreduktion. Okay, Sensor locked, okay. Going as fast as I can. Fernkampfraketen. Natürlich der Geschütz dumm. Gut, dass wir im Wald und verschanzt haben. Light damage. Ja. Komm, mach einen Sprinter. Du könntest hier sprinten. Du kannst vielleicht was sehen, Highlander. Wir sehen immer noch nicht, was wir haben. 70 Tonnen Mac und 50 Tonnen. Okay, und der letzte in der nächsten Runde. On my way. Nächste Runde geht's rund. Dritter Mac, 50 Tonnen. Centurion, okay. Schön den Highliner verfehlt, sehr gut. Und jetzt sind die Getürme dran, wir sind aufgeklärt. Das heißt, wir werden ein Assassin. Okay. Halb so wild. Der macht mir ja Sorgen. Was ist das? Das könnte vielleicht ein 70-Tonner. Jetzt wird's interessant. Komm, wir wollen einmal hier hin. Ein Warhammer. Oh, die müssten wir erbeuten. Das wäre geil. Komm, gib dem Warhammer Saurus. Panzerung schon mal weggeknabbert. Kopftreffer Pilot, sehr schön. Der Warhammer haut auch ordentlich zurück. Ah, den zu kriegen, das wäre natürlich geil. What now? Not now? Du bist, musst du dran. Advancing, I guess. So, mein kleiner Bullshark. Ah, er würde den Arm verlieren mit ein bisschen Glück. Komm, gib ihn. Nochmal schön getroffen. Das ist der Raketenboom. Kann ruhig auf den Bullshark gehen. Torso ist Panzerung fast weg, er würde könnte fast die Arme verlieren, sehr gut. What can I do for you? Don't need to tell me twice. Battlemaster, komm, gib ihn einfach Saurus. Commencing Alpha Strike. Oh, der wird einen Arm verlieren oder sowas von. Beide Arme, warte mal. Munitionsexplosion. You're dead. Ja, Beute. What do you need? Let's move. So, wir noch mal bessere Chancen. Komm, geben wir auf das Centurion. Treffer. Noch ein Centurion. Zwei Centurions. Mit ihren ziemlich dicken Autokanonen. Da müssen wir aufpassen. I'm under heavy fire here. Wir müssen uns mehr in den Wald reinbewegen, damit wir den Deckungsbonus haben, also Schadenreduktion durch die Bäume.
und der Assassin. Yes, Commander. I copy. Neuron hat sich bewegt. Der könnte einen Arm verlieren. Das wäre der auch der entscheidende Arm. Leider nicht ganz. Das war der Raketenturm. Damage minimal. Hey. Wir könnten natürlich auch versuchen, entweder zu fampern oder wir hauen voll drauf. Das wäre auch interessant. Bewegen uns mal. Nehmen wir den PP mal raus. Das sieht gut aus. Komm, gibt's noch, kriegst du eine normale Salve noch einmal? Der Arm ist weg. That looked like a critical. War das die. Nicht die Autokonnen sehen, aber wir kriegen ihn kaputt. Sieben. Dann nehmen wir alles raus. Sehr gut. Target destroyed. Waiting on you, Commander. Wenn wir uns hier bewegen. Coordinates received. Schwerer Laser. Können wir mal versuchen, einen schönen vernünftigen Schuss zu setzen? Kopfschuss, komm. Time to die. Okay. Der Arm ist dran oder der Torso? Der Torso sogar. Okay, er fällt uns an im Nahkampf. Das können wir machen, verkloppen wir ihn auch gleich. Okay, you can cut it up. Standing by. Du bist überhitzt. Dann klopp ihn kaputt. Confirmed. Bam, Volltreffer. Reporting light damage. I'm here. So, der Bullshark. Kann auch ihn einmal verkloppen. Bam, rechter Arm, rechter Torso. Und er fällt um. Didn't expect that. Raketenturm schießt. Bullshark kann es aber tanken. I'm okay. I'm armor holding. Du haust ja nochmal auf den Assassin drauf. Moving out. Das war der Torso. Hier bewegen wir uns schön. Dann kann Heider nämlich voll seine Feuerkraft ausspielen. Und den Arm vermutlich wegschießen. Bam, schöner Treffer. Nicht den Arm erwischt, aber alles. Hat er noch Raketen geschossen? Indirekt, okay. Orders. Wie sieht's bei dir aus? Ja, den Geschützarm hast du gleich verloren. On my way. So, Irio, nimmt mal einen Laser raus, gib ihn. Das war der Arm. Ein Arm, okay. That's a hit. Danach können wir, wenn wir weggeschossen haben, uns schön beruhigen. What now? Komm. Here we go. Das war's. Affirmative. Erstmal abkühlen. Confirmed. Right, Commander. Ready. I'm here. Standing by. So, dann sprinten wir erstmal. Let's move. Okay, let's go. No sweat. On the move. So, kühlen alle ab. Sehr schön. Waiting for orders. Bin da das erstes dran. Ist das den Raketenturm zerstören? Komm. Der soll keine Chance haben. Firing all weapons. Go, 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 genau. That turret is gone. Du sagst es, wir waren es. Hot damn! Hey. Der Bullshark, der soll mal fampern.
Rhino down. Da kommt die Fampak. Schon ein paar Gebäude beschädigt. Sniper-Turm. Sehr schön, verfehlt. Kommst du mal hier hin? Bruder Highlander, und schieß mir bitte mal den Turm weg. Was war das denn für ein Schuss? Ah. Das war ja wirklich jetzt ein Drama mit dem Turm. What can I do for you? You betcha. Komm. Ja, da brauchst du nicht alle Laser. Zweiter Turm weg. Target destroyed. Receiving you. Na, ja, warte. Okay, du bist am Drücker. Geh mal hier hin. Einfach mal schon ins Gebäude schießen. I'm here. Hier hin. Gucken. Also nochmal Fampern. Erstmal nicht. 46. Da reicht auch, wenn du ganz normal. Locking in target. Bam. Wir haben ein Kriegsverbrechen begangen. Ich meine, Piraten bekämpft. Standing by. Understood. So, den Turm. Gib ein saures. Firing. Sehr schön. One less turret. Waiting on you, Commander. Dich lassen wir aussetzen. Resting my mech. Dich lassen wir aussetzen. On it. Bist du vorwärts? Position confirmed. Gehst auf den Turm. Komm. Copy that. What now? Na, der Fampa haut mal die Gebäude weg. Rain it down, boys. Hervorragend. So. Sound smart. Cooling. Hey. Das tut den letzten Turm. Komm. Aye, aye. Bam, voll drauf. Wochenmarteile sammeln. Ich will die Wochenmarteile haben. Target destroyed. Wo ist die Zone? Da. Okay, dann müssen wir noch zur Zone rennen. Moving to position. On my way. I read you, Commander. Moving out. Die Zone ist da durch. Affirmative. Verbrechen wurden begangen. There. Okay. Acknowledge. Uh-huh. Aye, aye. Affirmative. Got it. Heading out. Noch eins. Zwei. Moving to position. Drei. Und Sieg. Copy that. Kommt zu Maya und sammelt uns ein. Schnaps! Mission successful. So, mal 30%, 35% mehr Geld gekriegt. Sehr schön. 300.000. Der Bullshark hat einen, der Highlander hat einen. Der Battlemaster 2, okay. Ach, wir haben eine Woche mal zusammen, wie geil. Der Hammer. Sprichwörtlich. gut, der Rest ist Quatsch. Komm, nehmen wir hier einen Centurion, beiden Teile, dann können wir die auch verschachern. Oh, man, ist schon sehr ikonisch. Der ist schon ein cooler Mech. Der 6R Warhammer ist ein geradezu legendärer Mech, der oft mitten in Getürme zu finden ist, wo er PPK-Geschosse auf Feinde schießt. Er ist nicht nur ein schwerstgepanzerter Nahkämpfer, er teilt immer so gut aus, wie er einsteigt, gerade was Energiewaffen angeht. Ah ja, das wird so ein richtig schönes Ding. In den Wolverine, den lagern wir ein. Damit wir in der Mech-Bucht einen Warhammer hinstellen können. Ein 70-Tonner. Heißt, du musst hier ein bisschen vorrücken. Dich rüsten wir aber noch nicht aus. Können wir schon die Farbe raussuchen. Oh ja, was für ein geiles Teil.
Haben wir denn vom Muster für dich? Muster 4 gefällt mir schon, das ist cool. Ja. Den machen wir demnächst fertig. Wir haben noch einen Auftrag. Ja, den letzten Auftrag, den wir hier machen können. Was haben wir hier? Urbaner Kampf in der Stadt. Flagge zeigen. Reise 14 Tage. Zangul. Okay. Wieder eine Basis angreifen. Diesmal gehen wir aber ein bisschen aufs Geld. Selbe Truppe. Und dann müssen wir demnächst mal die Mac-Buchten hochrüsten lassen. Unsere Feinde von Konföderat Taurus verstecken geheime Munition in mehreren Lagerhallen, die für die Verteilung missionsfrei genutzt werden. Oh, Kriegsverbrechen. Klage über die Sicherheit reichen, das würde doch unsere Informationsquellen bloßstellen. Stattdessen müssen sie sich doch... Hört. Genau, also, wir werden hier wieder verarscht. Oh, Nachtkampf. Jo. Jo. Okay, here we go. Das ist hier in dieser... Ach, das ist geil im Krater hier. Müssen gucken, dass wir irgendwie hier runterkommen. Für Deckung haben wir nicht, das hatten wir schon mal, die Map. Was haben wir hier? Ein 30-Tonner, gut, das ist was Leichtes. Ein Shadowhawk. Also den können wir relativ schnell weghusten. 45-Tonner. Phoenix Hawk. Wir haben es mit den Hawks. Das sind natürlich die Geschütztürme, ja. Good to go. Komm, geh vor. Aye, aye. Der Shadow Hawk hat ja keine Ausweichen. Roger that. Treffen wir ihn auch voll? Hälfte seiner Panzerung hat es ihn gekostet. Vielleicht ein Trikotschee? Wer weiß. Ja. What now? Heading out. Shadowhawk wird nicht lange glücklich sein. Bam, das war der Arm. Das war der andere Arm und der Torso. Nice. Got past the armor. Hey. Hey. What can I do for you? Eine Battlemaster kann ihn schnapsen. Should have run when you had the chip. I'm here. So. Beweg dich mal hier hin. Okay. Dann sumpfst du einfach mal. Egal. Das ist ein sicherer Treffer, macht Schaden. Oh, flieg gut, flieg gut, flieg gut. Ein Javelin. Okay, ein Javelin ist genauso gut. Oh, ist aber die Laser-Variante, okay. Stehen sie schön auf dem Haufen. Noch 55 Tonner, das wird zwei Autokanonen mit Raketen. Yes, Commander. Acknowledged. So, der Shadowhawk hat keine Rückenpanzerung mehr, da kommen wir aber nicht ran, egal. Treffen wir trotzdem. Das sind die üblichen Geschütztürme. Yep. Yep.
So, mein Highlander, sag mal, was ist denn das Highlight? Noch ein Shadowhawk, okay. Oh, haut den mal weg. Okay, I'm on it. Oh, das war's. Target destroyed. What now? Noch jetzt schon. Okay. So, wie mal am Kopf zu treffen. Bam, das war's. Ja, doch viel zu leicht. Halt ein leichter Mech. Das schießen wir halt einfach weg. Also auf einen Laser hat alles getroffen. Nein, die müsst ihr das sagen, ich renn weg. Laser raus, noch ein Laser raus, noch ein Laser. Ah, nur Kurzstrecken, okay. Oh, da hat der Battle Master hat schön die Panzerung geknapst. I'm here. Affirmative. So. Die Ultra können wir noch lassen. Die Pinsaurus, der Wilde. Samen schon weggeflogen. What do you need? Nee, das ist indirekt, das will ich nicht. Für direktes Feuer. Moving to position. Komm. Hat er selten vor so. Und er fällt um. Kannst weiter bewegen. No sweat. Battle Master, guck mal. Torso, wie viel hat der Torso noch? 29. Komm, Torso, Raketen. Das war's. Nur noch die Basis platt machen. What's up, boss? I copy. Erstmal den Turm niedermachen. Er trifft alles, außer uns. Oh, ein Kopftreffer. Okay. Komm. Sehr schön. Dann lass mal Ruhe. Ja. Acknowledged. Waiting on you, Commander. Got it. Max speed, no shooting. So, und jetzt ist nur noch aufräumen. Waiting for orders. Location confirmed. Komm. Roger. Enemy structure damage. Structure down. Oh, Gebäude ist weg. Hey, what do you need? Na, er mag das nicht, das ist ihm ein bisschen zu rechnen. Moving out. Haben wir einen Turm, den wir beschießen können? Ne? Na denn. Max Power auf nicht Turm. Uh-huh. Write it down, Commander. I'm here. Copy. Das fampen wir hier nochmal hin. Rain it down, boys. Der Partikeleffekt, den mag er nicht. Ja. Roger. Confirm. Das Gebäude ist auch weg. Brought it down, Commander. Commander. Hossa, genau. So, wo müssen wir hin? Wo ist die Landezone? Da drüben. Okay. Move order received.
Schon ein bisschen weit. Yep. Confirmed. Moving out. Advancing, I guess. Na, dann haben wir diesen Symptom natürlich gefunden. Na, ich schieße mal unterwegs weg. Roger that. Wo ist er? Da hinten ist er. Okay. I copy. Ja, er mag die Partikeleffekte nicht. Du, machen wir so. If you say so. Yeah. Bugging out. What can I do for you? Going turbo. Good to go. Got it. So, der Geschützturm kriegt ein bisschen was auf den Sack. I'm here. Copy. Den hauen wir auch weg. Die. Eins der Edel. Target destroyed. Affirmative. Understood. Dann haben wir erfolgreich. Uh-huh. Affirmative. Hier alles abkassiert. Okay, let's go. Und passt das. Dann können wir nach right, Arano fliegen. Coordinates received. There. Okay. Got it. Und Sieg. You betcha. Gucken, kriegen wir ein bisschen Taschengeld. Mission successful. $600 haben wir gekriegt. Sehr schön. Hier den Phoenix Hawk haben wir gleich komplett zum Verkaufen. Sehr gut. Wir stecken wir ins Lager. So, dann gehen wir zum Laden. Max, verkaufen. Kriegen wir ein bisschen mehr für. Den Wohl verkaufen wir auch. Sehr schön. So, 13 Millionen. Dann können wir nochmal laden, gucken, kaufen. Max. Passt. Dann gehen wir mal in unseren Buchten. So, der Warhammer. Dich rüsten wir mal um. Erstmal Maximumpanzerung. So, du hast einmal Kanonen, einen ballistischen Punkt, vier Laserpunkte und einen Raketenpunkt und ein bisschen Nahkampf. Okay, dann gehen wir mal auf die Energiewaffen. Schwerer Laser wiegt 5 Tonnen. Die BP wiegt 7 Tonnen, okay. Hier einen Laser rein, machen wir erstmal alle ihn erstmal zum Laser. Zum Laserlicht. So, hätten wir noch 5 Tonnen übrig, dann können wir noch ein bisschen Nahkampflaser machen. Hier passen zwei leichte, das wiegt so ein leichter Laser. Eine halbe Tonne. Da hätten wir tatsächlich 250. Die großen Laser würden 40, 80, 160 Schaden drücken. Und im Nahkampf wird er. Die Variante ist nicht so meine Lieblingsvariante. Das brauchen wir hier ein bisschen. Können wir noch einen Arm-Mod installieren. Wir können das hier schön auf Nahkampf trimmen. Schön den Nahkampfschaden hochziehen. Schadenresistenz. Aha. Nahkampftreffer. Das wird die volle Nahkampfvariante. Entfernungsmesser brauchen wir nicht. Du wiegst 2 Tonnen. Dann für die restlichen 2 Tonnen kommen noch ein bisschen Wärmetauscher rein. Das wiegt so ein Wärmetauscher in der Tonne. Er erzeugt wie viel Wärme?
Ein Alpha-Schlag macht 96. Und dann kann er also schon, sich auch schon im Nahkampf prügeln. Sein Nahkampfschaden wird massiv sein. Wahrscheinlich Trefferabwehr, ein Gyroskop haben wir. Guck mal, Schadenresistenz können wir auch noch reinbauen. Dann kriegt er noch. Wie leitest du denn ab? Drei Wärme die Runde. Ach Quatsch, komm. Unser kleiner Nahkampf-Warhammer. So, dann gucken wir mal. Navigation, Sternkarte. Hier hätten wir einen schönen Auftrag. Was haben wir hier? Rolles, Schwarzmarkt, Chemikalien, mittlere Bevölkerung. Arm. Haben wir irgendwelche Flashpoints in der Nähe, die spannend sind? Die lange Jagd. Ganz lange Mittel aufeinanderfolgen mag ich nicht. Was haben wir hier? Lang. Aufeinanderfolgend, ja, okay. Kurze Einsatzlänge. Ah, da. Das ist der Raven. Seltener Mech. Einsatzlänge lang. Gucken wir mal. Was ist denn das hier? Lostech-Gegenstände. Keine Beschränkung. Lang. Das ist halt das Problem. Lang. Da kann man halt die Mechs hintereinander nicht reparieren. Seltene Gegenstände. Okay. Wie lange Jagd? Pass auf, wir fliegen tatsächlich zum Reiseauftrag. Nehmen wir den auch an, weil dann kriegen wir nämlich die Kosten spendiert. Und dann können wir immer noch umbauen. Aufträge. 1 Million für einen Kampf Oban. Jo, sieht gut aus. Wir fliegen. Thunderbolt ist in 7 Tagen fertig. Oh, spontanes Match. Während du im Fitnessraum der Argo an ein Gerät trainierst, räumen mehrere Mechkrieger die anderen Geräte zur Seite und richten sich ein provisorisches Basketballfeld ein. Eine Ventilationsabdichtung eignet sich scheinbar sehr gut als Korb. Der würde 2 und Gott gehen auf dich zu. Spielen sie diesmal mit, Commander. 2 gegen 2. Sie können mit das Hühnchen spielen. Übrigens, Mechkrieger applaudieren begeistert. Okay. Komm, Freundschaftsspiel. Dein Team gewinnt den Anwurf, was ein gutes Omen für den Rest des Spiels zu sein scheint. Im letzten Spiel gewirft der Wilde 2 noch einmal verzweifelt quer übers Feld und verfehlt dabei den Korb. Das Hühnchen schnappt sich dann den abgebrannten Ball und wirft ihn in deine Richtung. Durch ein Crossover-Tuppeln gerät Gott ins Straucheln und stolpert über die eigenen Füße, wodurch du ganz entspannt den Siegeswurf machen kannst. Mhm. Dem euch Sportsmann nicht die Hände geschüttelt habt, sieht der Wilde 2 angemessen und enttäuscht aus. Das war ein gutes Spiel, Commander. Ich sollte wohl besser dabei bleiben, die Gegner mit einem Mech zu ballern. Ja, bin ich gut, der Wilde. Das ist der. Der Drive. Das Hühnchen gibt dir einen Klaps auf die Schulter. Naja, vielleicht solltest du deine Würfe in Zukunft ansagen, bevor du wirfst. Der Mechkrieger werfen sich auf dem Weg zur Dusche noch weitere spitze Bemerkungen an den Kopf. Das Hühnchen hat 30 Tage gut gelaunt. Hey! So, wir sind gleich da. Die Argo sieht doch mittlerweile richtig schick aus. So, Hot Damn ist gleich fit. Wenn wir ankommen im System. Jetzt hätten wir auch das Geld für die neue MacBook. Ja. Schupp, da sind wir schon. So, Hot Damn hat sich auch wieder erholt. Oh, und da sind wir. Oh, ziemlich dunkel. Wir haben Zangul erreicht, okay. Wir gehen erstmal in den Laden. Was haben wir denn hier Schönes? Archer. Oh, ein Archer-Teil könnten wir kaufen. Wow. Was haben sie noch? Komm, den Archer kaufen wir uns auch. Noch ein 70-Tonner. New equipment available.
Der bekannte Archer ist das klassische Vertreter des Flugkörper-Schnellbootskonzepts. Meist finden wir ihn hinter einem sicheren Hügel, von wo aus tödliche Langstrecken-Raketenschwärme auf Ziele ansetzt. Auf kurze Entfernung ist er auch nicht übel. Seine einzige wirkliche Schwäche sind die fürchterlich unterdimensionierten Kühlsysteme. Gut, er kommt erstmal ins Lager. Oder warte. Ich finde den Marauder ja nicht so. Auf der Marauder wird eingelagert. Und der Archer passt. Die Systeme haben sich hier ein paar, okay. Verbesserter Laser, plus 10 Schaden. Kaufen wir mal, so 100.000. Gut. Dann gehen wir noch schnell zu den Buchten. Ja, Quatsch, nicht Mech-Buchten, ich meine die Mech-Krieger. Ein paar Leute haben ja auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Komm mal hier, passt doch. Glack. Mech Warrior Training. Mit nix. Waiting on you, Commander. Training complete. Standing by. Komm mal, jetzt werden sie langsam gut. Training confirmed, Commander. Let's do this. Waiting for orders. Danach können wir uns auch mal vielleicht einen Einsatz schnappen, der länger dauert. Yes, Commander. Commander. How's it going? Yes, Commander. What can I... Yep. Haben wir alles? Gut, wunderbar. Regentierungshalle, haben wir hier noch irgendeine cool? Good luck. Yep. Mhm. Ist ein Kickstarter, Heini? Okay, Sumo. Receiving you. Beehive. Commander, I'm here. Okay. Der wäre schon gar nicht mal schlecht. Gladiator. Waffen, Steuerung, Mutaktik, aber ne, wir haben erstmal unsere Leute. Gut, liebe Bürger und Scharlatane, aber das nächste Mal geht's weiter mit dem Einsatz. Was ist eigentlich Sangu für ein komischer Planet? Haben wir uns gar nicht angeguckt jetzt. Sangul. Sangu ist eine kalte Wasserwelt mit mehreren felsigen Inselketten und Archipelen. Der Großteil der Bevölkerung lebt auf einer einzelnen Insel, die vollständig mit einer allmählich zerfallenen Überresten des ehemaligen kapellanischen Raumhafens bedeckt ist. Ah ja. Schick. Aquakultur, Elektronik haben wir gemerkt. Magmastadt? Ja. Reisezentrum. Gut. Da machen wir nächsten Einsatz weiter. Und das hört sich doch schon mal gut an, liebe Bürger und Scharlatan.